Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mit euch ganz kurz Lubuntu durchgehen. Lubuntu ist ein Ubuntu-Derivat und eignet sich für also Hardware-schwächere Systeme. Das heißt, ihr habt ein Notebook oder einen Rechner, was schon 4, 5 Jahre alt ist oder sogar noch älter und ihr möchtet darauf ein aktuelles Betriebssystem und ja, ihr möchtet damit einfach in einer akzeptablen Geschwindigkeit arbeiten, dann empfehle ich euch, Lubuntu zu installieren. Die Vorteile sind, wie schon erwähnt, aktuelles Betriebssystem und ihr könnt euch von der Ubuntu Software Center bedienen. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Informationen zu Ubuntu. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf meinen, so wie bei Windows, auf diesen Startbutton. Als erstes können wir uns mal bei BIOS Software anschauen. AbiWord ist ein Textverarbeitungsprogramm. Ich klicke es mal an und obwohl ich jetzt hier in dieser virtuellen Umgebung ein 4 GB Arbeitsspeicher hinterlegt habe und zwei Kerne, könnt ihr sehen, wie schnell dieses Programm aufgegangen ist. Wirklich, ich kann es noch mal vorführen. Also es ist wirklich sehr schnell und wenn ihr jetzt wirklich einen Celeron-Prozessor oder etwas anderes in eurer alten Hardware drinne habt, dann ist dieses wirklich in einer Geschwindigkeit, wo noch akzeptabel ist. Hier habt ihr auch ein Excel-ähnliches Programm, wo ihr auch ein paar Berechnungen einfügen könnt. Also für Schule und Co. absolut ausreichend. Grafik haben wir hier GIMP mit Pine Graphic Editor. Und GIMP ist ja eigentlich bekannt, dass es ziemlich lange braucht zum Öffnen. Ich klicke mal GIMP an. Das ist sogar die neueste Version. Und GIMP ist eigentlich schon gestartet. Jetzt habe ich natürlich hier eine kleine Auflösung. Das soll euch aber jetzt nicht stören. An eurem Rechner könnt ihr natürlich die Auflösung dementsprechend größer oder anpassen. So, nochmal hier drauf. Grafik haben wir hier durchgeguckt. Wieder ein PDF-Betrachter. Hier könnt ihr sogar einen Scanner anschließen, der dann, wenn ihr Glück habt, auch erkannt wird. Also meiner wurde erkannt und man kann dann auch ohne Probleme scannen. Internet nehmen wir den Chromium Web Browser, der sehr, sehr schnell ist. Wir tippen jetzt hier einfach mal www. In dem Fall mal YouTube ein und bestätigen das. Und wir sehen, die Seiten bauen sich wirklich sehr, sehr schnell auf, obwohl wir, wie ich schon öfters erwähnt, in einer virtuellen Umgebung arbeiten. Und das ist wirklich klasse. Jetzt schauen wir uns mal weiter. Wir waren jetzt bei Grafik, wir haben uns das hier angeschaut, Internet haben wir uns angeschaut. Ja, sofort Nachrichtendienst, Pidgin müsste bekannt sein. Da könnt ihr, wie ihr da sehen könnt, Yahoo, IM, Google Talk, könnt ihr eure Konten hinterlegen, MSN und dann könnt ihr miteinander kommunizieren. Spiele, das sind ein paar Linux-Spiele, die sind höchstens dazu geeignet, um zwischendrin mal ein paar Runden zu spielen. Teilweise sind die natürlich auch, der Suchtfaktor von den Spielen ist natürlich teilweise auch hoch, obwohl die Grafik jetzt kein Hingucker ist. Unterhaltungsmedien. Hier haben wir ein MP3-Programm, ähnlich wie iTunes. NumPlayer. Hier für eure Webkamera auch schon vorinstalliert. Dieses gleiche Programm benutze ich jetzt auch unter meinem Ubuntu-Rechner. Und hier nochmal was zum Brennen. Zubehör seht ihr: Laufwerke, Kalkulator, Bildbetrachter. Ja, ein Suchprogramm. Das Terminal, wir gucken uns mal das Terminal an. Ja, ähnlich eben wie unter Ubuntu. Und hier seht ihr auch, dass wir hier uns in einer virtuellen Umgebung befinden. Ja, Systemwerkzeuge, da können wir Benutzer anlegen, Datum und Uhrzeit ändern, Drucker hinzufügen und entfernen. Software Center Lubuntu, da schauen wir uns mal kurz an. Alles schön sortiert. Ich nehme jetzt momentan auf meinem Ubuntu mit Record My Desktop auf. Mal schauen, ob diese Software natürlich unter Ubuntu
Lubuntu aufzufinden ist. Und ihr seht, auch unter Lubuntu könnte ich dieses Programm installieren und könnte bequem meinen Desktop aufnehmen. Natürlich gut Voraussetzung, dass der Rechner einigermaßen auch Rechenleistung mitbringt. PTV wäre auch da, also wirklich alle Programme, die wir so unter Ubuntu kennen, finden wir auch unter Lubuntu und können durchaus damit arbeiten. Ich werde jetzt auch mal testweise dieses Lubuntu auf einem Notebook installieren und dann auch ein Video dazu vorbereiten. Also wenn ihr noch irgendwo ein Notebook habt, ja, wo ihr Lust habt, Linux drauf zu installieren, was nicht so die aktuellste Hardware hat, dann empfehle ich euch wirklich mal Lubuntu auszuprobieren. Die Oberfläche ist von der Gewöhnung her eigentlich Windows-ähnlich, hat kein Unity, sondern eine andere Oberfläche, wenn wir jetzt das mal anschauen, und zwar eine LXDE-Oberfläche. Und ihr seht auch, dass das hier das ein Ubuntu-Derivat ist, also auch 12.10, die aktuellste. Wenn wir jetzt schauen, ich habe hier eben zwei Kerne hinterlegt. Vier GB Arbeitsspeicher. Aber das würde jetzt auch mit 2 GB laufen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr braucht unbedingt 4 GB. Ja. Das war so ein kleiner und grober Überblick, wie Lubuntu aussieht und für wen Lubuntu geeignet ist. Schaut es euch mal an. Ich werde es auf jeden Fall tun und nochmal ein paar Videos hier auf meinem Kanal veröffentlichen. So, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei.